Oliwald Billig heißt der neue luxemburgische Mehrkampfmeister im Kunstturnen. Den Titel zu erringen war diesmal allerdings nicht allzu schwer, da Wald Billig aufgrund einiger Absagen der einzige Athlet seines Landes war. So verzichtete auch Sascha Paltschen, Luxemburgs bester Turner, auf einen Start. Sein Trainingsrückstand ist einfach noch zu groß. Also Grund ist Luxemburger Militär, wo ich die ersten 4 Monate Grundausbildung gemacht habe und jetzt vor 2 Monaten wieder ins Training eingestiegen bin. Und da mir die Verletzungsgefahr etwas zu groß ist, jetzt hier zu starten, weil mein Körper einfach noch nicht fit ist. Paltschens großes Ziel in diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften im Herbst in London. Als Zuschauer ließ er sich den Wettkampf aber dennoch nicht entgehen. Daran nahmen auch in diesem Jahr wieder, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, zahlreiche internationale Gäste teil. Besonders gespannt war man auf den Auftritt von Anton Fokin aus Usbekistan. Bei den Olympischen Spielen in Peking gewann er die Bronzemedaille am Barren und wurde auch bei der letzten Weltmeisterschaft in Stuttgart Dritter an diesem Gerät. Nach einem Kreuzbandriss kämpft sich der für die TG Saar in der Bundesliga startende Turner gerade wieder zurück an die Spitze. Gemessen an den ausländischen Top-Athleten musste Luxemburgs Oliwald Billig seine Grenzen erkennen, zumal er am Seitpferd, das ohnehin als sein schwächstes Gerät gilt, ein kleines Debakel erlebte. Dementsprechend verhalten fiel dann auch der Jubel über seinen nationalen Mehrkampftitel aus. Ja, eigentlich nicht sehr zufrieden, weil Boden habe ich gut geturnt und dann den Rest am Pferd bin ich 2-mal abgestiegen und dann den Abgang auch noch verturnt. Und ja, dann ging es eigentlich nicht mehr gut. Also der ganze Wettkampf war da nicht mehr gut. Da half auch der Trost von Sascha Paltschen wenig. Anton Fokin hier an seinem Paradegerät, dem Barren, gewann den offenen Mehrkampfwettbewerb schließlich vor dem Niederländer Bart Dörlo. Und das, obwohl man in manchen Momenten deutlich sehen konnte, dass der Usbeke nach seiner schweren Verletzung noch nicht ganz zur alten Stärke zurückgefunden hat. Dritter wurde der in der Ukraine geborene Brite Ruslan Panteleimonov, der vor allem am Sprung und an den Ringen überzeugte. Zum 10. Mal nahmen in diesem Jahr Turner aus dem Ausland an den Luxemburger Meisterschaften teil. Für die einheimischen Sportler ist der internationale Vergleich sehr wichtig. Außerdem wird die Veranstaltung durch das Mitwirken ausländischer Topathleten zusätzlich aufgewertet. Naja, das ist Open. Seit ein paar Jahren machen wir das ja, dass wir auch ausländische Turner und Turnerinnen einladen. Und von dem her ist es ein sehr wichtiges Ziel im Jahr des Luxemburger Turnens einfach, um zu zeigen, was man kann im Land, weil man da halt nur dieses Datum hat. Und von daher geht es um den Luxemburger Meistertitel. Und den gewann bei den Junioren Christoph Lazarin aus Rümlingen. Schade war allerdings die geringe Zuschauerzahl im Institut National des Sports. Die Leistungen der Turner hätten ein größeres Publikumsinteresse verdient gehabt. Den Mannschaftswettbewerb Trophée Marc Sanusi sicherten sich bei den Herren die Niederländer vor Großbritannien und dem Luxemburger Team. Überaus spannend ging es hier bei den Damen zu. Die Schwedinnen setzten sich am Ende, vor allem dank guter Leistungen am Stufenbarren, knapp durch. Zweite wurden dicht dahinter die Nachwuchsturnerinnen des Zentralsportclub aus Ungarn, die mit ihren Leistungen ebenfalls überzeugten.